Ja, vielen Dank, guten Abend und herzlich willkommen zu meinem Vortrag Einsteins verlorener Schlüssel, warum wir die beste Idee des 20. Jahrhunderts übersehen haben. Ich möchte Ihnen heute berichten von einer Idee, die Einstein im Jahr 1911 publiziert hat. Und es ging um variable Lichtgeschwindigkeit. Er wollte die Gravitation mit variabler Lichtgeschwindigkeit erklären. Diese Idee ist weitgehend unbekannt und meines Erachtens sehr, sehr unterschätzt. Ich möchte Ihnen nicht nur von dieser Idee erzählen, sondern auch von Zusammenhängen, engen Zusammenhängen, die diese variable Lichtgeschwindigkeit hat mit dem Mach'schen Prinzip, mit Ideen von den Nobelpreisträgern Dirac und Schrödinger. Der Kosmologe Denis Chalmers spielt ja auch noch eine wichtige Rolle. Und vor allem eine Theorie, die Robert Dicke, ein bekannter amerikanischer Astrophysiker, 1957 entwickelt hat. Ich denke, dass die Verbindung dieser Ideen unser derzeitiges Bild der Kosmologie revolutionieren kann. Das bedeutet konkret, ich denke, dass eine wichtige Naturkonstante, die Gravitationskonstante, auf die Weise erklärt und berechnet werden könnte. Ich glaube weiterhin, dass die Expansion des Universums, an die wir jetzt seit 1930 glauben, eine Illusion ist. Und ich denke ebenso, dass die dunkle Energie die Entdeckung der letzten Jahrzehnte in der Kosmologie, dass dies eine fehlerhafte Beschreibung der Kosmologie ist. So, und jetzt versuche ich mal ein bisschen in Ihren Gedanken zu lesen. Und da sehe ich, ja, das klingt ja vielleicht ganz interessant, aber da nimmt jemand den Mund schon sehr voll. Ne? Das denken Sie doch auch ein bisschen. So sensationell, und alle diese Institute und alle diese Forschung, die sollen das noch nicht mitbekommen haben, dass das ganz anders läuft. Und ich sage Ihnen, Sie haben recht, seien Sie skeptisch. Skepsis ist die Basis der Wissenschaft. Das sollen Sie auch nicht sofort alles glauben. Und ich sage ehrlich, die Richtigkeit dieser Schlussfolgerungen, die ich Ihnen versuche heute zu präsentieren, die können Sie nur nachvollziehen durch Nachrechnen, sich damit beschäftigen, recherchieren. Das geht nicht einfach so ganz schnell. Aber ich sage noch was, dass diese Ideen dieser Forscher einen Zusammenhang haben, dass sie die gleichen Formeln benutzen teilweise, das ist offensichtlich. Und dass diese Ideen ganz eng zusammenhängen, das kann man schwarz auf weiß ansehen, und da hat niemand, aller dieser Vortragenden, keiner in den aktuellen Forschungsinstituten ist sich dessen bewusst. Und aus dem Grund hat auch noch niemand darüber nachgedacht. Und ich finde, das müsste man dringend tun. Also, ich glaube nicht, dass vielleicht alle Leute mir recht geben würden. Aber dass sie diese Formeln, diese Ideen, mit denen sich die beschäftigt haben, dass die eng zusammenhängen, das ist, glaube ich, offensichtlich. Nun, wenn ich sage, man müsste nachdenken, ich bewundere Menschen, die das getan haben, und wenn man über Gravitationsphysik spricht, dann muss man da als allerersten den Ernst Mach nennen, der im Jahr 1883 eine ganz tiefliegenden Gedanken zur Gravitation geäußert hat. Mach sagte, ausgehend von diesem Newton'schen Eimer-Experiment, Newton hatte, wie Sie sicher wissen, postuliert, es gibt einen absoluten Raum, ja,
Wir wissen, was Ruhe ist. Man braucht ja nur einen Eimer zu nehmen, den in Drehung zu versetzen, und wenn das Wasser dann an den Wänden hochsteigt, dann ist dieses System rotierend. Umgekehrt, wenn die Wasseroberfläche des Eimers glatt bleibt, ja nun, dann ist das Ruhe. Der Eimer erzählt uns sozusagen, was wir unter Ruhe zu verstehen haben, physikalisch. Und jetzt gibt es aber noch eine Beobachtung, die uns das Ruhesystem mitteilt, und das sind die entfernten Fixsterne, oder heute würde man sagen Quasare und Galaxien. Man kann heute dieses Ruhesystem ganz präzise vermessen, und die entfernten Galaxien erzählen uns ebenfalls, was Ruhe ist. Das sind zwei Dinge, die sind uns sehr in Fleisch und Blut übergegangen, und Sie wundern sich vielleicht nicht drüber. Deswegen, dass das Ruhesystem, das uns der Eimer erzählt, das gleiche Ruhesystem ist wie das, was uns die Galaxien berichten. Aber jetzt wird es unheimlich. Es gibt in der derzeitigen Gravitationstheorie keinen Grund dafür, warum diese beiden Systeme übereinstimmen müssten. Und deswegen hat Ernst Mach diesen äußerst interessanten Gedanken geäußert und gesagt, wer weiß, wenn die Sterne und Galaxien um uns herum rotieren würden, vielleicht würden dann auch die Wände des Wassers an dem Eimer hochsteigen. Vielleicht definieren die entfernten Massen im Universum, was Ruhe ist, was Trägheit ist. Und mit dieser Definition der Trägheit hat er jetzt nicht nur eine kluge Kritik geäußert an Newton, oder besser gesagt ein Defizit aufgezeigt der Newtonschen Gravitationstheorie, sondern er hat auch noch weiter die Hypothese geäußert, wenn Trägheit durch die entfernten Massen bestimmt ist, dann müsste eigentlich auch Gravitation, die Ursache der Gravitation in den entfernten Massen im Universum liegen. Und dieser Gedanke, dass Trägheit einer Masse und Gravitation das gleiche sind, das war, insofern war Mach ein Vorläufer von Einstein, das ist ja der Kern des Einsteinschen Äquivalenzprinzips. Damit dieser Fachbegriff nicht zu unanschaulich bleibt, ich versuche es Ihnen mal ganz einfach zu erklären. Auch wenn ich im schwerelosen Weltraum bin und irgendeinen Gegenstand werfen will, ja, dann weiß ich ja, was Masse ist. Nämlich wenn er leicht ist, dann bringt er der Beschleunigung wenig Widerstand entgegen, und wenn er schwer ist, dann muss ich mich anstrengen, um ihn mit der gleichen Beschleunigung zu werfen. Ja? Also der Begriff der Masse macht einfach Sinn, ganz ohne dass da ein Gravitationsfeld oder eine Schwereanziehung da ist. Umgekehrt, die gleiche Masse führt jetzt auch dazu, dass sich Gegenstände anziehen, und das ist etwas sehr Merkwürdiges. Einstein sagte damals, ich wunderte mich im höchsten Grade über dieses Äquivalenzprinzip. Ja, Mach war also ein Vorläufer, und Einstein hat im Jahr 1907 dieses Äquivalenzprinzip formuliert. Er hat jetzt einen anderen Zugang gewählt, sagte, was passiert eigentlich, wenn ich mich in einem schwerelosen Zimmer befinde und das ist beschleunigt im Weltraum, dann drückt es mich da gegen den Boden wie in einer Rakete. Kann ich eigentlich unterscheiden diese Situation von einer Situation, wo ich mich in einem Gravitationsfeld befinde, in einem dunklen Keller, wo auch ich gegen den Boden gedrückt werde? Nein. Diese beiden Situationen sind also äquivalent. Und jetzt nützt Einstein diesen Gedankengang aus und sagt, was passiert eigentlich, wenn in einer beschleunigten Rakete zeitlich ein Lichtstrahl eintritt? Wenn sie mit gleichmäßiger Geschwindigkeit fliegen würde, würde der Lichtstrahl so eine Gerade beschreiben, so schräg durchgehen. Wenn die Rakete aber beschleunigt ist während dieses Zeitraums, dann wird dieser Lichtstrahl immer weiter gebogen und erscheint diesem Beobachter gekrümmt. Jetzt hat er die Argumentation des Äquivalenzprinzips verwendet und sagte, wenn denn der Lichtstrahl gekrümmt ist in diesem beschleunigten System, dann muss auch ein Lichtstrahl in einem Gravitationsfeld gekrümmt sein. Das war also ein ganz klarer Gedanke, den er dann verfolgt hat.
Und wie erklärte er sich das? Das ist also eine Skizze. Seine erste Idee, die allererste Idee, die Einstein dazu hatte, diese Krümmung von Lichtstrahlen und Gravitationswellen zu erklären, war variable Lichtgeschwindigkeit. Weil es einfach naheliegend ist. Weil es bekannt ist aus der Optik. Linsen krümmen Lichtstrahlen, Lichtstrahl, der in Wasser eintritt, wird gekrümmt. Dort ist die Lichtgeschwindigkeit verringert und das ist ganz einfach die Ursache dieser Lichtablenkung. Er schrieb also 1911 aus dem soeben bewiesenen Satz, dass die Lichtgeschwindigkeit im Schwerefeld eine Funktion des Ortes ist, lässt sich leicht mittels des Huygens'schen Prinzips schließen, dass quer zum Schwerefeld sich fortpflanzende Lichtstrahlen eine Krümmung erfahren müssen. Dazu hat Einstein jetzt auch natürlich eine Formel entwickelt. Und er schrieb auf ein Verhältnis dieser beiden Lichtgeschwindigkeiten und hat das in so einen Term 1 plus Phi durch C Quadrat reingepackt. Hier oben steht das Gravitationspotential, also Gravitationskonstante mal Masse durch den Abstand. Und diese Formel übrigens, die hat es sogar in einem Vorläufer dieser Veröffentlichung schon 1907 zum ersten Mal geschrieben, aber da nicht so in Verbindung gebracht mit der Gravitation. Diese Formel hat schon eine ganz enge Beziehung zum Mach'schen Prinzip, weil dieses Gravitationspotential die gleiche Einheit wie das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit hat. Und Sie sehen ja, deswegen kann er hier einfach eine Zahl dazu addieren. Ja? Ich bin überzeugt, hätte Einstein 1911, 20 Jahre vor Entdeckung der Galaxien und des Kosmos, schon von der Größe des Universums gewusst, dann hätte er hier gesehen, dass alle Gravitationspotenziale aufaddiert auch diese Zahl 1 ergeben. Und er hätte dieser Formel einen ganz anderen Kontext gegeben. Nun, 1911 konnte er es noch nicht wissen, er hat diese Theorie publiziert, er hat selber auch gesagt, das ist ein Versuch. Die Reaktion der Fachwelt war etwas ernüchternd. Er führte jetzt auch, trotzdem führte er zum ersten Mal die Rechnung durch und sagte, wenn ich das einsetze, dann erscheint hier eine Vorhersage, eine Vergrößerung des Winkelabstandes eines nahe an der Sonne erscheinenden Fixsternes vom Betrage einer Bogensekunde. Ne, müssen Sie sich so vorstellen, also hier ist die Sonne und hier ist der Lichtstrahl und dann wird ein bisschen abgelenkt und Einstein sagte, das soll eine Bogensekunde sein, dieser Winkel. Nun, da stellt sich raus, das war jetzt ein bisschen falsch, beziehungsweise einfach nicht vollständig. Einstein hatte damals überlegt, dass die Lichtgeschwindigkeit sich ändern muss, aber die Lichtgeschwindigkeit ist ja immer festgelegt durch die Wellenlänge mal die Frequenz. Eine der einfachsten Formeln der Physik. Hier sind Meter pro Sekunde. Dieses Lambda ist die Wellenlänge. Das sind Meter und die Frequenzschwingungen pro Sekunde sind 1 durch Sekunde. Wenn die Lichtgeschwindigkeit sich ändert im Gravitationsfeld, dann muss natürlich, die Formel muss ja immer stimmen, eins dieser Dinge auch sich ändern. Und Einstein hat jetzt nur ist nur davon ausgegangen, dass sich die Frequenz ändert. Das sollte sich als verhängnisvolles Versäumnis herausstellen, das sage und schreibe 50 Jahre lang unentdeckt blieb. Nun, wie geht die Geschichte jetzt weiter? Man wundert sich, also er war offensichtlich nicht vollständig überzeugt von diesem Zugang. Er war damals in Prag, er hat verschiedene andere Verpflichtungen wahrgenommen, er hat dann nach einigen Wirren seine neue Stelle in Zürich angetreten und in Zürich ist er in Kontakt gekommen mit dem Marcel Grossmann, der ein Differentialgeometer war und der ihn interessiert hat für eine differentialgeometrische Beschreibung. Und damit nahm also diese konventionelle Form der allgemeinen Relativitätstheorie ihren Lauf. Grossmann sagte dann, wenn die Zeit hier langsamer vergeht im Gravitationsfeld als außerhalb des Gravitationsfeldes, ja, dann können wir uns so Rechtecke vorstellen in der Raumzeit, die nicht ganz der euklidischen Geometrie gehorchen. Also wenden wir dann Riemannsche Geometrie darauf an,
dann haben sie sich also für diesen Zugang begeistert und in dieser Richtung weitergearbeitet. Trotzdem, die eigentlich physikalischere Interpretation seiner ersten Idee geriet dadurch leider in Vergessenheit, weil sie hätte also diesen Bezug zum Mach'schen Prinzip behalten. Aus dieser Beschäftigung mit der Differentialgeometrie ist er nach Irrungen und Wirrungen nach mehreren Jahren auch und verschiedenen Zwischentheorien, also diese Einsteinschen Feldgleichungen, entstanden, die so aussehen, das ist also der Riemannsche Krümmungstensor, habe ich auch versucht, dann in meinem Buch ein bisschen näher zu erläutern, was man darunter versteht. Das ist die sogenannte Schwarzschildmetrik. Da sieht man ein bisschen zum Auftauchen eigentlich eine Ähnlichkeit dieses Terms, den er vorher hatte. Ja? Gravitationspotenzial g mal m durch r geteilt durch c Quadrat. Aber es ist eine ganz andere Formulierung. Es geht jetzt, Einstein und Grossmann gingen davon aus, dass wirklich hier nur eine gekrümmte Geometrie vorliegt und nicht mehr eine variable Lichtgeschwindigkeit. Ja, diese Theorie wurde dann ausgearbeitet und man versuchte sie auf eine konsistente Form zu bringen. Das gab auch einen dramatischen Wettlauf dann, wer zuerst die Einsteinschen Feldgleichungen dann publizieren konnte. Der Mathematiker David Hilbert war sehr begabt und sehr fix in diesen Rechnungen. Es gibt sogar eine Diskussion unter Historikern, wer denn eigentlich jetzt zuerst kam. Auch diese, sag ich mal, von der wissenschaftlichen Öffentlichkeit wahrgenommene Wettlauf, ja, dieses dramatische Rennen, hat auch dazu beigetragen, dass diese alte Idee von Einstein immer mehr in Vergessenheit geriet. 1915 war man also so weit, dass man diese Feldgleichungen präsentieren konnte. Man suchte jetzt auch nach einer Bestätigung. Einstein hat zwar schon die Periheldrehung des Merkur eigentlich richtig damit vorhergesagt, aber so der eigentliche Beginn von Einsteins Berühmtheit datiert sicher auf den 7. November 1919. Sir Arthur Eddington hatte also im Jahr 1919 zwei Expeditionen unternommen zu abgelegenen Orten und dort während einer Sonnenfinsternis diese Lichtablenkung an den Sternen vermessen. Und diese Einsteinsche geometrische Theorie hat also nicht nur, wie er früher vorhersagte, eine Bogensekunde, sondern 1,75 Bogensekunde, also den doppelten Wert, vorhergesagt. Und nach langen Auswertungen, nach monatelangen Auswertungen, hat also Eddington diese Messungen präsentiert. Man muss sich das vorstellen, in London, ja, alle Koryphäen der Physik sind versammelt. Eddington stellt es spannend dar und sagt, jetzt haben wir eine neue Theorie, Newton ist vom Thron gestoßen, diese geometrische Theorie der Gravitation erklärt alles, diese richtige Lichtablenkung ist also die jetzt gültige Gravitationstheorie. Seit diesem Tag begann also auch wahrscheinlich der große Mythos, am nächsten Tag stand also in der New York Times dann, Einsteins Theorie triumphiert. Es verstehen zwar nur 12 weise Männer so die Theorie, die Sterne sind nicht an dem Platz, wo sie eigentlich zu erwarten wären, aber dann im Übrigen braucht sich keiner Sorgen machen so direkt, war auch die letzte Message, nobody need worry, sehr beruhigend. Ja, seit diesem Zeitpunkt ist also die allgemeine Relativitätstheorie etabliert diese geometrische Form und ist natürlich auch bestens getestet. Ich habe mich oft gefragt, warum blieb diese erste Idee eigentlich derart unbekannt? Da gibt es jetzt eine Reihe von historischen Zufällen. Erstens, dass er es selbst ein bisschen aufgegeben hat. Zweitens, dass er in der ersten Version noch diesen Fehler hatte. Aber sicher auch jetzt die nachfolgende Generation von Biografen und Historikern, die sich auf diese geometrische Form der allgemeinen Relativitätstheorie stürzten und überall dann suchten nach ersten Anzeichen davon. Und es gibt ja viele, viele Einstein-Biografien, aber die einflussreichste fast ist also von Abraham Pais,
der auch natürlich seine Veröffentlichungen durchsucht und dann sagt, ja, da gibt es so ein Paper von 1911, aber da vielleicht erste Anzeichen dieser allgemeinen Kovarianz, aber er erwähnt überhaupt nicht die variable Lichtgeschwindigkeit, obwohl es im Titel drinsteht, der Einfluss der Schwere auf die Ausbreitung des Lichts. Also das ist für mich auch ein typischer Fall von so einer Brille, die retrospektiv dann aufgesetzt wird, wenn man von einer Sache überzeugt ist, und dann muss die Vergangenheit so auch eingerichtet werden. Es hätte durchaus auch alles anders kommen können. Aber es ist erstaunlich, wie wenig diese variable Lichtgeschwindigkeit bekannt ist. Ja? Es gibt also einen bekannten Kosmologen aus Südafrika, der hat vor eineinhalb Wochen einen Vortrag gehalten bei der Einstein-Konferenz, bei der DPG-Tagung, bei der Max-Planck-Institut-Tagung. Der hat eine ganze Veröffentlichung geschrieben, variable Lichtgeschwindigkeit, und das ist Unsinn, das widerspricht Einstein. Und er weiß nicht, dass Einstein die Idee dazu hatte, die erste. Ja? Ein anderer Kosmologe hat ein ganzes Buch geschrieben über variable Lichtgeschwindigkeit, fand die Idee super gut, vor allem weil es von ihm selbst stammt, wie er meinte, aber weiß auch nicht, dass Einstein 80 Jahre früher drin war. Also da fragt man sich schon, ist die historische Beschäftigung wirklich manchmal genau und genügend genau, wenn man sich mit den Dingen auseinandersetzt. Und Einstein in der Folge wurde natürlich jetzt auch herumgereicht und er wurde überall eingeladen nach dieser allgemeinen Relativitätstheorie. Ich habe mich dann auch gewundert und gesagt, warum ist er später dann, wie 1931 oder in den 30er Jahren dann die wahre Größe des Universums offenbar wurde durch die Entdeckungen von Edwin Hubble hier, warum hat er sich daran nicht erinnert, warum hat er das nicht wieder aufgegriffen? Ja? Bleibt für mich etwas rätselhaft. Ich denke, er hat sich natürlich selbst auch von seiner ersten Idee verabschiedet, hat sich gründlich überzeugt, dass das ein vorläufiger Irrweg war und die geometrische Formulierung die einzig korrekte Version. Und er wurde dann also in alle möglichen Debatten hineingezogen, ob das Universum jetzt statisch ist oder expandierend. Da wurde also sehr, sehr viel darüber geschrieben. Niemand mehr sprach zu der Zeit über das Mach'sche Prinzip. Wie könnte man die Gravitation tatsächlich aus den Eigenschaften des Universums erklären? Ja, und jetzt kommt im Grunde ein Sprung, den man machen muss. 25 Jahre lang passierte überhaupt nichts. Und dann ein eigentlich bekannter Astrophysiker, der Robert Dicke, obwohl er für andere Dinge bekannt ist, erfindet diese Theorie neu, der variablen Lichtgeschwindigkeit. Schreibt ganz unbefangen, nehmen wir doch mal an, Massen beeinflussen die Lichtgeschwindigkeit, wie Einstein damals, verwendet fast die gleiche Formel, nur macht er jetzt, er korrigiert diesen Fehler und berücksichtigt auch die Wellenlängen und sagt jetzt, Lichtgeschwindigkeit, variable Lichtgeschwindigkeit wirkt sich auf Frequenzen und Wellenlängen aus und sagt, das Verhältnis der beiden Lichtgeschwindigkeit, also in der Nähe der Sonne und von der Sonne weg, das ist einfach dieser Term hier oben. Ja? Er sagt, the index of the variation in the index of refraction about the sun that is required is, und dann schreibt er fast den gleichen Term, wie gesagt, nur mit dem Faktor 2 oder also das gleiche Konzept schreibt er hier auf. Das war die erste große Leistung von Dicke. Und die zweite große Leistung kommt jetzt. Er macht einen, glaube ich, wunderbaren Gedankengang hier und sagt, dieser Term hier auf der rechten Seite, ja, das ist eine kleine Zahl. Gravitationskonstante, sehr klein. Masse der Erde ist zwar schon groß, aber geteilt durch
r und c Quadrat, Quadrat der Lichtgeschwindigkeit, das ist eine kleine Zahl irgendwo in Größenordnung von 1 Millionstel oder so, oder noch kleiner, 10 hoch minus 9 oder so. Und diese Zahl, die ist 1. Offenbar ist die rechte Zahl, hängt mit dem Gravitationspotential nur der Sonne zusammen. Könnte es nicht sein, dass diese 1 das gleiche Gravitationspotential des ganzen Universums ist? Könnte es nicht sein, dass dieser Term erst entstand, indem ich alle Massen des Universums in entsprechender Weise eingerechnet habe? Und jetzt sind wir natürlich ganz direkt bei Ernst Mach. Ernst Mach, der vermutet hatte, dass die entfernten Massen eine Rolle spielen beim Gravitationsgesetz. Und das als erster verstanden zu haben, dass die Variable Lichtgeschwindigkeit mit dem Machschen Prinzip zusammenhängt, das ist wirklich das Verdienst von Robert Dicke. Jetzt muss man allerdings historisch gerecht sein und sagen, es gab tatsächlich noch jemand, der ganz, ganz ähnliche Überlegungen in anderem Kontext verfolgt hat, nicht mit der variablen Lichtgeschwindigkeit, aber der auch schon vermutet hatte, diese Gravitationskonstante G errechnet sich aus der Massenverteilung im Universum. Ja, vielleicht muss man eine kleine Klammer aufmachen. Also alle Welt glaubt jetzt, diese Gravitationskonstante G 6,673 mal 10 hoch minus 11 Meter hoch 3 Kilogramm, Meter hoch 3 durch Sekundenquadrat Kilogramm, dass das eine gottgegebene Zahl ist, die einfach so von, seit dem Anfang des Universums so ist und basta. Ja? Wo sich die Experimentatoren ein bisschen streiten, wie sie sich, aber okay. Alle Leute glauben, diese Zahl ist unveränderlich. Die kühne Idee hinter Mach oder hinter den Leuten wie Sharma ist eben, G könnte sich berechnen lassen. Ja? G könnte durch die Massenverteilung des Universums bestimmt sein und mit der Lichtgeschwindigkeit zusammenhängen. Das wäre natürlich insofern ein revolutionärer Gedanke, weil wir dann eine Naturkonstante neu berechnet hätten. Ja? Das hat mich, also wie ich es entdeckt habe, hat mich auch dann gewundert oder hat mir großen Respekt abgenötigt, aber was jetzt kommt, ist noch merkwürdiger. Der allererste, der an diesen Zusammenhang gedacht hat, da ist nochmal Denis Sharma, der also das aufgeschrieben hat, das Gravitationspotential des Universums, das könnte gleich die Lichtgeschwindigkeit sein, ist nur in anderer Form. Aber der allererste, der diesen Gedanken hatte, das war Erwin Schrödinger. Ich konnte es auch nicht glauben. 1925, noch auch 10 Jahre vorher, bevor man überhaupt von Galaxien und Universen wusste, hat Erwin Schrödinger also einen Artikel geschrieben, die Erfüllbarkeit, klingt etwas staubig, diese Überschrift, die Erfüllbarkeit der Relativitätsforderung in der klassischen Mechanik. Und er schreibt hier, ähnlich wie Dicke später, sagt, das Gravitationspotential, ja, g mal m durch c Quadrat, oder g mal m durch r, ja, Sie die Einheiten hinschreiben, Meter hoch 3 durch Sekundenquadrat Kilogramm. Ja? Und dann tun Sie eine Masse Kilogramm dazu, dann kürzen sich die Kilogramm raus und wenn Sie durch den Radius dividieren, dann kürzt sich noch ein Meter raus und dann haben Sie schon die Einheit der Lichtgeschwindigkeit. Ja? Das war Erwin Schrödinger aufgefallen und er sagte dann, das Gravitationspotential der Sonne, das ist eine viel kleinere Zahl als die Lichtgeschwindigkeit. Wie wäre es denn mit der Milchstraße? Das Gravitationspotential der Milchstraße ist immer noch kleiner als die Lichtgeschwindigkeit. Könnte es nicht sein, dass es außerhalb der Milchstraße noch weitere Massen gibt, die, wenn man sie alle in gleicher Art aufaddiert, die Lichtgeschwindigkeit ergeben? Da müsste auch nur eine Sekunde ausgeklopft werden. Meter pro Quadratsekunde steht da. Nö. Also, habe ich schon. Meter, ursprünglich waren es Meter hoch 3 durch Sekundenquadrat. Nur ein Meter wird gekürzt, sodass wir bei Meter Quadrat durch Sekundenquadrat sind. Aber ich habe vorhin ja eingeladen, dass Sie kritisch sind und diskutieren. Ich freue mich sehr auf alle Fragen, die Sie dann im Anschluss bringen.
Ja, das war also tatsächlich, die meisten Leute kennen Erwin Schrödinger nur vom Beginn der Quantenmechanik, dass er 1925 eben die Schrödinger-Gleichung entdeckt hat, dass er auch wirklich schlaue Gedanken zur Kosmologie geäußert hat, die einen ganz engen Bezug zu diesen vorigen Dingen haben, ist auch weitgehend unbekannt. Ja, jetzt wollte ich noch ein bisschen darüber sprechen. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Diese geometrische Theorie, und ist das ganz etwas anderes als die variable Lichtgeschwindigkeit? Nein, es sind wirklich zwei Seiten der gleichen Medaille. Sie können sagen, die Lichtgeschwindigkeit ist konstant und der Raum ist gekrümmt. Oder alternativ, der Raum ist ganz normal, euklidisch und ist mit einer variablen Lichtgeschwindigkeit versehen. Das führt zu genau den gleichen Effekten. Es bedeutet übrigens nicht, wenn es jemand befürchtet, dass die Lichtgeschwindigkeit, die man jetzt sogar so definiert hat, dass sich diese Zahl irgendwie ändern würde. Ja? Natürlich bleibt es immer hier 300.000 Kilometer pro Sekunde, aber ganz einfach deswegen, weil sich die Wellenlängen und die Frequenzen der Atome natürlich auch mit verändern in diesem Gravitationsfeld. Ja? Wir haben also nicht nur die Veränderlichkeit der Lichtgeschwindigkeit, sondern alle möglichen anderen Größen in der Physik müssen sich mitändern. Und ja, das ist also kein Widerspruch, weil das manchmal behauptet wird. Und es ist auch inzwischen sogar bewiesen, ja, jemand hat es also durchgerechnet, diese Version der variablen Lichtgeschwindigkeit der allgemeinen Relativitätstheorie bringt genau die gleichen Ergebnisse. Alle Beobachtungen, die gemacht wurden, sind also damit kompatibel. Es ist ein belgischer Physiker, der hat auch eine sehr gute Recherche geleistet und hat dann sogar in Lehrbüchern der allgemeinen Relativitätstheorie gestöbert und alle diese Stellen herausgefunden, wo dann versteckt drinsteht, ja, man könnte es auch so sehen, dass eben sich die Lichtgeschwindigkeit im Gravitationsfeld ändert. Ne? Sind noch mehr Fundstellen dann in dieser. Kurz und gut, es hat sich einfach noch nicht herumgesprochen genug. Man muss es mal so sagen. Ja? Natürlich sind die Leute immer zögerlich, wenn sie sagen, ja, das eine funktioniert ja so gut, warum soll ich über was anderes nachdenken? Aber dass die variable Lichtgeschwindigkeit zusätzlich diese Möglichkeit bietet, das Mach'sche Prinzip einzubeziehen, das ist eben der große Vorteil, wie ich meine. Jetzt noch ein paar Tests, wie die allgemeine Relativitätstheorie getestet wurde. Warum gilt diese Theorie heute als hervorragend überprüft? Da gibt es also die Perihelverschiebung, so eine winzige Drehung der Bahnellipse des Merkur, 43 Bogensekunden pro Jahrhundert. Dann die Lichtablenkung, die ich schon erwähnt hatte, die 1919 erstmals von Eddington gemessen wurde. Und die Gravitationsrotverschiebung, das bedeutet Licht, das von der Sonne ausgesendet wird, erscheint außen dann ins Rote verschoben, verlängert, also seine Wellenlänge. Und schließlich ein Test, der erst in den 60er Jahren gemacht wurde, die Lichtstrahlen, die an der Sonne vorbeifliegen, oder besser gesagt, das sind Radarsignale gewesen, die erfahren also eine Zeitverzögerung. Ja, auch das erklärt sich, wie Robert Dicke schon nachgewiesen hat, also identisch mit der Version der variablen Lichtgeschwindigkeit. Auch die Gravitationsrotverschiebung erklärt sich ganz instruktiv und ich benutze dieses kleine Beispiel mal, um auf diese Formel noch näher einzugehen. Wenn die Lichtgeschwindigkeit in dem Gravitationsfeld geringer ist, ja, und dort sind also die Frequenzen geringer und die Wellenlängen geringer, dann ist die Lichtgeschwindigkeit praktisch dort doppelt erniedrigt. Ja. Jetzt könnte man meinen, ja, was passiert dann, wenn dieses Licht aus dem Gravitationsfeld herauskommt? Ja, sieht man erstmal vielleicht gar nichts. Nö, Licht, das unterwegs ist, und das ist ganz so, wie es in der Optik auch ist, Licht, das unterwegs ist, in einem veränderlichen, einem örtlich veränderlichen Feld, kann also seine Frequenz nicht verändern. Das heißt, Licht, das das Gravitationsfeld verlässt, ist gezwungen,
die ganze Veränderlichkeit in die Wellenlänge zu stecken. Ja? Das bedeutet, dieses Licht, das aus dem Gravitationsfeld entweicht, ist also im Verhältnis zu unseren Atomen außerhalb ins Rote verschoben. Ebenso oder sehr anschaulich erklärt sich eigentlich, wenn Lichtwellen jetzt an einem Stern vorbeifliegen, dass die halt eine Zeitverzögerung erfahren. Das ist genau das, was man misst auch. Und die Perihelverschiebung des Merkur, dass die auch sich aus der variablen Lichtgeschwindigkeit ergibt, ist auch natürlich eine längere Rechnung, die ich jetzt nicht ganz vorführe, aber ich zeige Ihnen noch was Interessantes. Auch das haben Leute schon gemacht. Und zwar drei Physiker, denen war lange Zeit Lehrstuhlinhaber an der Universität Konstanz. Die haben im Jahr 1960 einen Artikel veröffentlicht, wo sie das ausrechnen, mit variabler Lichtgeschwindigkeit. Ja, sie machen den gleichen Ansatz wie Dicke 1957, berechnen die Periheldrehung. Und ganz schüchtern sagen sie in der Einleitung ihres Artikels, es soll jedoch ausdrücklich gesagt werden, dass, was eigentlich selbstverständlich ist, die Aufstellung allgemein kovarianter Feldgleichungen durch Einstein und das Aufsuchen von Lösungen derselben, dem hier angegebenen Fall, natürlich weit überlegen ist, was sich schon allein darin zeigt, dass unsere Methode nur physikalische Effekte erster und allenfalls zweiter Ordnung wiedergeben kann. Mit anderen Worten, wir haben hier ganz was Unwichtiges gemacht. Ja, nehmt es nicht so ernst. Nur, die haben alles richtig gemacht. Bessere Tests als Effekte erster und zweiter Ordnung gibt es bis heute nicht. Das heißt, die haben auch diese Formulierung verwendeter variablen Lichtgeschwindigkeit. Und warum haben sie sich hier so klein gemacht? Weil sie nicht wussten, dass Albert Einstein 1911 auch die variable Lichtgeschwindigkeit verwendet hat. Sie hätten sich nicht getraut, Albert Einstein zu widersprechen, aber 1911 hat er eigentlich die gleiche Idee gehabt. Ja, und jetzt gibt es noch einen ganzen Zusammenhang, was eigentlich jetzt fast ein bisschen ein Seitenthema ist. Aber ich finde es jetzt, erstens, es hängt sehr, sehr schön zusammen und es ist einfach eine naturphilosophisch extrem wichtige Sache, auf die Paul Dirac zum ersten Mal hingewiesen hat. Vielleicht sollte ich sogar einen kleinen naturphilosophischen Ausflug machen, weil es einfach so verschieden ist, wie heutzutage Physik betrieben wird. Ja. Da werden Messungen gemacht und dann hat man hier eine Zahl und okay, und dann ist die Zahl ist so groß und dann hat man noch eine neue Zahl und die hat einen anderen Wert. Und die heutige Physik sammelt so ein ganzes, ja, so einen Haufen von unerklärten Zahlen und misst die und ist damit zufrieden. Und das ist einfach ganz, ganz anders, als Albert Einstein das wollte und richtig fand. Er hat also mehrmals gesagt in diesen Briefwechseln mit einer Philosophiestudentin, ich kann mir keine Zahl vorstellen, keine willkürliche Zahl, die der Schöpfer einfach so aus einer Laune heraus erfunden hat. Ja? Wenn wir die Physik verstehen wollen, dann müssen wir solche Zahlen auch berechnen. Das war seine Philosophie. Und das war auch die Philosophie von Paul Dirac. Und jetzt gibt es seit langem eine Zahl, die macht den Physikern wirklich Kopfzerbrechen. Wenn Sie sich ein Wasserstoffatom vorstellen, da umkreist also ein Elektron den Kern und da ist eine sehr starke Kraft, nämlich die elektrische Kraft, dafür verantwortlich, dass das auf der Kreisbahn gehalten wird. Diese elektrische Kraft ist E² durch 4π epsilon 0 R². Und jetzt können Sie natürlich sagen, ja Moment, es sind ja trotzdem zwei Teilchen in dem Wasserstoffatom, da müsste ja die Gravitationskraft auch eine Rolle spielen. Ja? Und die Gravitationskraft, die spielt schon eine Rolle, aber wenn man das Verhältnis sagt, um wie viel ist denn die elektrische stärker als die Gravitationskraft, ja? Dann würde man das hinschreiben, würde durch die Gravitationskraft dividieren, Gravitationskonstante, Masse mal Proton, Masse mal Elektron, durch R², was sich rauskürzt. Und dann kann man aus reinen Naturkonstanten eine Zahl berechnen, und die ist erschreckend groß, nämlich ungefähr 10 hoch 39, eine Zahl mit fast 40 Nullen. Natürlich wollte Paul Dirac auch diese Zahl berechnen und sagen, ja, wäre schön, wenn wir die herausfinden, aber er sah einfach keine Chance. Es gibt,
Wie kann man sinnvolle Mathematik machen und eine Zahl wie 10 hoch 40 herausbringen? Das geht nicht. Und jetzt gab es 1938 nach Edwin Hubble, Hubble hat die Galaxien entdeckt, aber dann auch entdeckt, dass sie sich entfernen und dass das Universum eine sehr, sehr groß ist. Und dann kamen die ersten Abschätzungen heraus von dem Radius des sichtbaren Universums. Und in dem Moment hat Dirac sein Arbeitsgebiet geändert. Er hat gesagt, ich beschäftige mich mit Kosmologie, weil der Radius des Universums, die größte Länge, die man sich vorstellen kann, und die kleinste Länge, die man sich vorstellen kann, übrigens ein Messwert, der Radius des Protons, die Größenordnung eines Elementarteilchens. Ja? Das ist ebenfalls von der gleichen Größenordnung, gibt ebenfalls ungefähr eine Zahl 10 hoch 40. Das kann kein Zufall sein, sagte Dirac. Er hat diese Koinzidenz festgestellt, er hat keine fertige Theorie dazu gemacht, aber er war überzeugt, das deutet auf einen tiefen Zusammenhang hin zwischen Kosmologie und Atomphysik. Und jetzt können Sie sagen, ja, vielleicht eine Zahl übereinstimmt oder nicht, ist vielleicht Zufall, aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Auch eine weitere Zahl, die der Kosmos uns mitteilt, nämlich die Anzahl der Atome, ja, man kann rechnen, wie viele Atome hat die Sonne, 10 hoch 30 Kilogramm, ein Atom hat 10 hoch minus 27 Kilogramm, gibt ungefähr 10 hoch 57 Protonen in der Sonne, in der Milchstraße 10 hoch 68, wie viele Galaxien gibt es, ja, so schätzt man das ab. Und man kommt auf eine Zahl von ungefähr 10 hoch 80 Wasserstoffatome, ja, im Universum. Zufälligerweise genau das Quadrat dieser Zahl. Okay? Das sind jetzt zwei Koinzidenzen, die zusammenpassen. Und diese Koinzidenzen, die hängen auch interessanterweise mit dem Mach'schen Prinzip wieder zusammen. Ja? Wenn man dieses Mach'sche Prinzip ernst nimmt, was wir vorher gerade da hatten, und sagen, die Gravitationskonstante ist ungefähr gleich Lichtgeschwindigkeit mal Radius des Universums durch Masse des Universums, dann ist das eine Sache, die sehr merkwürdig zusammenpasst. Aber diese Dirac'sche Zahl, die geht noch darüber hinaus. Wenn Protonen eine Million mal schwerer werden und es gleichzeitig eine Million weniger Teilchen im Universum gäbe, würde das am Mach'schen Prinzip überhaupt nichts ändern. Aber an den Dirac'schen Zahlen würde es sehr viel verändern. Ja? Wieder mit anderen Worten formuliert, Dirac war überzeugt, die Größe und die Masse der Elementarteilchen, die hat uns was zu sagen. Da gibt es einen Grund dafür. Die sind nicht einfach Gott gegeben, ja, irgendwelche Zahlen wieder, sondern da gibt es einen tieferen Zusammenhang. Und Dirac, diese Idee von Dirac ist eigentlich, das ist keine fertig entwickelte Theorie, aber das ist der erste quantitative Gedanke in dieser Richtung. Ja, ja, warum erwähne ich das? Auch hier wieder, man möchte verzweifeln, Einstein und Dirac haben sich nie darüber unterhalten. Also Dirac hat überhaupt wenig gesprochen oder so, er war sehr schweigsam. Er hat das 1938 publiziert, Einstein wusste nichts davon. Er hat 1945 korrespondiert mit der Ilse Rosenthal-Schneider, einer Philosophiestudentin, die er in Berlin damals kennengelernt hatte. Da sprachen sie über diese Themen. Er hat sich ausdrücklich nur auf Eddington bezogen, auf eine andere Hypothese, aber nicht auf Dirac. Er wusste nichts davon. Und Dirac wusste offenbar auch nichts von der variablen Lichtgeschwindigkeit von Einstein. Na gut, er war 8 Jahre alt, wie das publiziert wurde, und es gab kein Internet, es gab keine Stichwortsuche, es war irgendein Artikel auf Deutsch. Dirac hat nie von dieser variablen Lichtgeschwindigkeit erfahren, und trotzdem gibt es wieder einen engen Zusammenhang. Auf den hinteren Seiten von Diracs Veröffentlichung ist also hier, das kann man jetzt ein bisschen schlecht lesen, aber das ist ein
T hoch 2 Drittel steht. Was bedeutet das? Er sprach über die Expansion des Universums. Heutzutage würde man davon ausgehen, bei konstanter Lichtgeschwindigkeit, ja, einfach die äußeren Elemente des Universums fliegen ungefähr mit Lichtgeschwindigkeit weg. Ja. Das, was wir sehen können, bewegt sich gerade mit Lichtgeschwindigkeit weg und so ist es. Ja. Der Radius würde linear mit der Zeit zunehmen. Je mehr Zeit vergeht, desto größer wird das Universum. Das ist das aktuelle Modell, weil die Lichtgeschwindigkeit konstant ist. Dirac sagt jetzt, es könnte auch anders sein. Diese Ausdehnung des Universums könnte auch langsamer vor sich gehen. Aber er macht nicht den Schritt, dass er die Lichtgeschwindigkeit selbst als Variable ansieht. Da hätten sich die beiden unterhalten müssen, glaube ich. Wenn man das versucht zusammenzufassen, ergibt sich also so ein Zusammenhang aus den Überlegungen von Robert Dicke und von Denis Sharma, eine Formel, die Lichtgeschwindigkeit angibt, berechnet aus der Massenverteilung des Universums. Da fehlt jetzt noch eine Dividieren durch die Gesamtmasse des Universums und den Gesamtradius, aber das spielt jetzt keine Rolle in dem Fall. Und das sagt jetzt nichts weiter aus, als dass die Lichtgeschwindigkeit abnimmt, wenn Massen da sind. Ja? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel, die Masse größer ist, ja, dann wird die Lichtgeschwindigkeit kleiner. Ja. Wenn Sie näher rangehen, ja, hier, dann wird R kleiner, wird der Nenner größer und wird das Ganze wieder kleiner. Je näher man rangeht an einen massebehaften Körper, führt es auch wieder zu einer Abnahme der Lichtgeschwindigkeit. Ja, und jetzt kommt ein dritter Gedanke von diesem Robert Dicke, der sagt, wenn das so ist und wenn wir tatsächlich jeden Tag mehr vom Universum sehen, wir sehen ja jeden Tag neue Signale, ja, von entfernten Massen, dann wird doch diese Summe jeden Tag größer. Dann sehe ich doch jeden Tag neue Massen, die dazu führen, dass sich meine Lichtgeschwindigkeit erniedrigt. Also, sagt Dicke, ändert sich die Lichtgeschwindigkeit jetzt nicht nur örtlich in einem Gravitationsfeld, sondern auch insgesamt. Während der kosmologischen Evolution würde die Lichtgeschwindigkeit abnehmen. Ja, und das ist jetzt ein ganz revolutionärer Gedanke, der ist total versteckt. Auf der 363 geht es an, irgendwo auf Seite 11 macht er da so einen Absatz, was wäre dann, wenn die variable Lichtgeschwindigkeit abnimmt. Er folgert jetzt daraus, dass diese, da hätte ich eigentlich noch eine Zeile hinkopieren müssen, er folgert jetzt daraus, dass dieses Licht, das uns von entfernten Galaxien erreicht, rot verschoben ist. Warum? Ja, wieder ganz einfach, seine Argumentation ist, wenn die Lichtgeschwindigkeit abnimmt, ja? Und stellen Sie sich jetzt vor, eine Lichtwelle, die ganz weit ausgedehnt ist, wie wenn man einen Laserstrahl jetzt zwischen zwei Spiegeln einklemmt, die jetzt 1000 Kilometer voneinander entfernt sind, ja? Dann würde das also so eine stehende Welle ergeben, ja? Und für Licht, das während der Entwicklung des Kosmos unterwegs ist, ja, das kann nicht plötzlich seine Wellenlänge ändern. Das geht nicht. Weil sonst müsste sich irgendwo entscheiden, hier so einen Sprung zu machen oder unstetig zu werden. Das heißt, man kann aus den Maxwell-Gleichungen folgern direkt, Licht, das propagiert, das uns von den entfernten Sternen erreicht, das kann seine Wellenlänge nicht ändern. Und wenn es gezwungen ist, die Lichtgeschwindigkeit abzusenken, dann muss also die ganze Änderung in die Frequenzabnahme gehen. Ja? Und die Wellenlänge bleibt aber gleich. Während umgekehrt bei unseren lokalen Atomen die Lichtgeschwindigkeit auch verringert ist, aber die Frequenz sich ändert und die Wellenlänge sich etwas nur sich schwächer ändert. Und das bedeutet, Licht, das von entfernten Galaxien zu uns kommt, erscheint mit längerer Wellenlänge, das heißt rot verschoben.
Und diese Rotverschiebung, die kosmologische Rotverschiebung, ist ja genau die berühmte Entdeckung von Edwin Hubble 1931. Er hat entfernte Galaxien angesehen, da haben wir gesagt, ja okay, das ist Licht, man kann dann sehen, vergleichen mit Licht, das wir aus dem Labor kennen, sondern das ist alles ins Rote verschoben. Und die natürliche, die erste Idee, die jeder hatte, ja okay, ja, wie ein Krankenwagen, der an mir vorbeifährt, oder so ein Motorrad, so, ja, da ist die Frequenz abgesenkt, das bewegt sich alles von uns weg. Die natürliche Interpretation der Rotverschiebung war, der Kosmos expandiert. Und die glauben wir bis heute. Aber in dem Modell von Dicke wäre das tatsächlich anders. Der sagt, all matter is at rest. Und Dicke würde sagen, alle Galaxien, alle Quasare, Galaxienhaufen und so weiter, stehen im Prinzip im Universum herum. Sie sind sehr weit weg. Während uns das Licht erreicht, senkt sich die Lichtgeschwindigkeit ab. Und aus dem Grund erreicht uns dieses Licht rot verschoben. Und das bedeutet, die Rotverschiebung wäre jetzt ganz einfach nur eine Konsequenz daraus, ja, dass sich Licht halt ausbreitet. Ich meine, Licht kann ja gar nichts anderes machen, als sich ausbreiten. Ja? Das wäre also eine, wie soll man sagen, eine eigentlich natürlichere, logischere Erklärung dafür, ja, warum muss es so sein, warum muss es die Rotverschiebung geben, als die Interpretation, die sich verbreitet hat, ein expandierendes Universum. Weil aus welchem Grund soll das Universum eigentlich expandieren? Warum? Einstein hat auch immer nach Gründen gesucht und er war nicht umsonst auch daran interessiert, war skeptisch gegenüber dem expandierenden Universum. Er hat nicht diesen Gedankengang verfolgt. Aber man kann sagen, diese Idee von dem Robert Dicke hat eine bestechende Einfachheit in sich, diese kosmische Rotverschiebung zu erklären. Dann setze ich noch eins drauf, also ich nehme wirklich den Mund sehr voll heute, können mich in der Diskussion gern alle kritischen Fragen stellen. Dieses Modell von dem Robert Dicke, wenn man das ernst nimmt, würde auch erklären, warum in unserem Universum 10 hoch 80 Teilchen zu finden sind, obwohl es gerade die Ausdehnung 10 hoch 40 Mal des Wasserstoffatoms hat. Dicke hat damals ein Modell entworfen und die Lichtgeschwindigkeit nahm ab. So wie alle Geschwindigkeiten müssen sich jetzt verringern, das deutet man durch zwei Pfeile nach unten. Die verteilt sich aber auf die Wellenlängen. Wo sind die Wellenlängen? Die Wellenlängen sind gar nicht da, na, die hätte ich hin tun sollen. Die Wellenlängen nehmen ab, die Frequenzen nehmen ab, deswegen nimmt der Zeitschritt zu, Beschleunigungen nehmen ab. Wenn man das konsistent jetzt fortführt, dann ist es ganz logisch, dass diese Zahl, nämlich dieser gemessene Horizont 10 hoch 39 ist, und die Teilchenanzahl im Universum scheinbar das Quadrat. Ja. Das ist jetzt auch eine Sache, die mich sehr begeistert. Und der Beamer ist gerade nicht begeistert. Ja. Sehr begeistert an dem Dicke. Er erklärt also diese Dirac'schen Koinzidenzen. Und das ist insofern was sehr erstaunlich ist, weil es natürlich dem derzeitigen Bild der Kosmologie heftig widerspricht. Das ist auch der Grund, warum die Dirac'schen Koinzidenzen, sage ich mal, immer so runtergemacht werden und sagen, ja, das ist ja Numerologie und das kann nicht sein. Wenn man diese Dirac'schen Koinzidenzen ernst nehmen würde, müsste man die derzeitigen Modelle der Kosmologie wegwerfen. Weil die gehen davon aus, da expandiert ein dreidimensionaler Raum, ja, dass die Teilchenzahl plötzlich proportional zum Radius Quadrat sein soll, ist vollkommen unlogisch in diesem Bild. Weil jeder Mensch erwarten würde, ein Raum, ja, ist irgendwie proportional zu R hoch 3 und in dem derzeitigen Modell können wir das nicht verstehen. Mit der Idee von Dicke würde sich auch dafür ein Weg eröffnen. Ja, und jetzt gibt es wieder eine
dumme Sache, die passiert ist. Dicke hat alle diese Zutaten zusammengestellt oder so. Aber am Ende verrechnet er sich in einer relativ trivialen Weise. Er vergisst seine eigene Verkürzung der Längen einzubauen, setzt da dann, also kommt auf t hoch 3 halbe, aber vergisst zu berücksichtigen, dass das ja aussieht wie t Quadrat in diesen beobachteten Zeitskalen. Ja? Also auch Dicke verrechnet sich an der Stelle, er verrechnet sich noch an einer weiteren Stelle von dem Perihel. Aus dem Grund gibt er diesen ersten eigentlich wirklich interessanten Gedanken von 1957 auf, verwässert die, glaube ich, die beste Idee, die er hatte, und konstruiert eine weitere Gravitationstheorie, die dann so mäßig bekannt wird. Die Fachleute können das unter Browns Dicke-Theorie, oder wenn man heute davon spricht, ja, Dicke hat eine Theorie, dann kriegt man sofort so an, ja, die Brownsticke-Theorie von 1961, die ist im Vergleich zu diesem ersten Gedanken vollkommen uninteressant. Dieser erste Gedanke 1957, der in engen Zusammenhang zu Einstein steht, der würde wirklich das Mach'sche Prinzip realisieren. Und jetzt kommt wieder was, Sie werden jetzt lachen vielleicht, aber Dicke wusste auch nichts von Einstein. Auch er, Dicke wusste was von Mach. Ja? Er hat Mach recherchiert, er hat sogar das Buch von Jordan 1955 gelesen. Aber dass Einstein 1911 den ersten Gedanken hat, der ganz, ganz ähnlich war als seine eigene Theorie, wusste er nicht. Ich konnte es fast nicht glauben, aber ein Mitarbeiter hat es mir bestätigt, der Browns, war ihnen nicht bekannt, dass die daran gearbeitet hatten. Ja, und jetzt kommen wir noch zur modernen Kosmologie. Das sind jetzt Supernova-Daten. Und die Geschichte ging ja so. Seit 1930 glaubte man, das Universum expandiert. Natürlich dachte man, muss die Newtonsche Gravitation, ja, da fliegt was auseinander, die Gravitation wirkt ja dagegen, also muss diese Expansion abgebremst werden. Ja. Die Frage war nur, über Jahrzehnte war nur, ja, ist sie jetzt so stark abgebremst, dass es irgendwann zum Stehen kommt, oder fliegt das Universum einfach ewig auseinander? Ja. Das war eigentlich die Frage, der sich die Kosmologen über Jahrzehnte gewidmet haben. Und jetzt gab es zum ersten Mal eine Beobachtung in den 90er Jahren, und die war ganz anders. Die sagte, Moment, das Universum expandiert, aber da ist keine Abbremsung. Das sieht eher fast so wie eine Beschleunigung aus. Ja? Und jetzt ist man auf diese Konstruktion gekommen und sagt, wir sehen überhaupt keine Abbremsung, ja? Aber die Abbremsung muss es geben nach der Gravitationstheorie. Also ist diese nicht vorhandene Abbremsung kompensiert durch eine Beschleunigung. Und das nennt man also die beschleunigte Expansion des Universums seitdem, gab es einen Nobelpreis 2011, 1998 wurde also diese Interpretation zum ersten Mal vorgestellt, aber sie besteht im Wesentlichen daraus, dass man die herkömmliche Abbremsung, ja, der Expansion nicht beobachtet. Und was ist jetzt die einfachere Lösung, dass man sagt, die Abbremsung existiert überhaupt nicht? Oder dass man sagt, ja, es gibt eine Abbremsung und es gibt noch eine zusätzliche Substanz, dunkle Energie, die für eine Beschleunigung sorgt, die zufälligerweise dann genau die Abbremsung kompensiert. Ja, und ein dickes Modell, ich erinnere Sie daran, Matter is at rest. Er würde sagen, es gibt überhaupt keine Abbremsung. Und dann gibt es natürlich auch keine Verlangsamung der Abbremsung, ja? Und keine Beschleunigung. Es würde also auch eines dieser neuen Anomalien in der Kosmologie lösen, wenn man sagt, wir haben ein anderes Modell. Anstatt die Expansion zuerst zu verlangsamen und dann zu beschleunigen, existiert sie gar nicht. Nach Dicke wäre die ganze Expansion des Universums nur scheinbar. Ich habe die Sachen ein bisschen detaillierter zusammengeschrieben in einem Artikel Annalen der Physik. Das ist allerdings jetzt
nicht, also noch nicht alles, da käme noch ein paar Sachen dazu. Ich habe dann in einem weiteren Paper noch diesen Fehler von Rupert Dicke zusammengeschrieben, habe mit einem Schüler von mir, der einen sehr interessanten Gedanken gehabt hat, auch eine Gleichungsumformung noch herausgefunden, die vielleicht interessant sein könnte. Ja, und das wären die Resultate eigentlich. Es ist eine gleichwertige Formulierung der allgemeinen Relativitätstheorie. Man würde zum ersten Mal verstehen, warum die Gravitation mit den Massen des Universums zusammenhängt, das Mach'sche Prinzip. Es gäbe endlich eine Erklärung für die Expansion, das heißt, die Expansion ist nur scheinbar. Die Dirac'schen Hypothesen würden verwirklicht und es würde die Flachheit erklärt. Flachheit ist nur ein anderer Name, ja, ein Name, den diese Koinzidenz heute bekommen hat. Das, was eigentlich das Mach'sche Prinzip aussagt, ist heute unter dem Namen Flachheit bekannt. Und die dunkle Energie wäre unnötig. Wie gesagt, bleiben Sie skeptisch. Stellen Sie alle Fragen. Sie sollen es und müssen es jetzt wirklich nicht glauben. Aber ich wiederhole, was jetzt niemand bestreiten kann, dieser Artikel von Einstein 1907, 1911, der von Schrödinger 1925, der von Dirac 1938, Sharma, Dicke und auch dieser Artikel der deutschen Forscher, die haben einen offensichtlichen engen Zusammenhang. Und der ist weder bekannt, meistens war er den Autoren nicht bewusst und deswegen hat auch noch niemand richtig darüber nachgedacht heute. Ja, und jetzt habe ich noch eine Antwort unterschlagen. Also, Sie gehen jetzt vielleicht aus dem Vortrag raus oder fragen mal jemanden, einen Bekannten, der arbeitet da und so, was meinen Sie denn dazu? Ja, variable Lichtgeschwindigkeit, kann das was taugen oder ist das ein Hirngespinst? Und dann gibt es noch eine Antwort, die dann natürlich auch kommt. Und die lautet, wir verstehen alles so gut von der derzeitigen Kosmologie. Wir haben so fantastische Messungen. Ja? Wir wissen, dass es dunkle Materie gibt. Und wir wissen, dass es jetzt 74% dunkle Energie gibt. Und wir wissen, dass es noch eine Zahl gibt, die heißt Galaxienball. Also noch eine andere Zahl, die heißt skalarer spektraler Index. Und noch eine dritte und vierte und fünfte Zahl. Und die können wir alle messen und damit verstehen wir alles wunderbar. Und dieses alte Zeug, der Einstein und das Mach'sche Prinzip und der Schrödinger, und das interessiert jetzt gar nicht. Ja? Also wenn Sie jemanden aus Princeton fragen, kriegen Sie garantiert so eine Antwort. Und wer also alles mit diesen dunklen Dingen erklären will, da kann ich mir jetzt eine Bemerkung von Erwin Schrödinger nicht verkneifen, wie er bestimmt gesagt hätte, so lästig nämlich auch die offene Frage sein mag, wenn sie durch eine Ausrede beseitigt ist, entfällt auch die Notwendigkeit, darüber nachzudenken. Ja, ich habe das zusammengeschrieben, also mehrere Dinge noch zu dem Thema geschrieben, vom Urknall zum Durchknall, habe damals den Buchpreis Wissenschaftsbuch des Jahres bekommen. Es gibt noch ein Buch, wo schon Ansätze ein bisschen drinstehen über diese Gedanken von Dicke und Einstein auf dem Holzweg durchs Universum. Und eine andere Wissenschaftskritik, die mehr die Teilchenphysik betrifft, war das da. Und diese neueren Gedanken etwas ausführlicher zusammengefasst sind, also in dem Buch Einsteins verlorener Schlüssel. Ja, Sie müssen jetzt nicht alle meine Bücher kaufen. Also, ich freue mich, wenn Sie sich überhaupt für Physik interessieren, aber ich kann nur sagen, wenn Sie was lesen, lesen Sie was Vernünftiges. Kaufen Sie nicht so einen Brian Greene oder Brian Cox oder Lisa Rendell oder diese Märchengeschichten von Wurmlöchern und Inflation und Branen und Strings und Multiversen und wie sie alle heißen. Oder Stephen Hawking, ist ja ähnlich Stephen Hawking, was der schreibt. Aber lesen Sie was Gescheites und lesen Sie sowas, Albert Einstein, ein Weltbild. Lesen Sie Einblicke in seine Gedanken, ein wunderbares Buch, Alexander Moskowski, der ihn interviewt hat, damals sind super Stellen drin. Lesen Sie das Buch von Ilse Rosenthal-Schneider über ihre Gedanken über Naturkonstanten. Lesen Sie die philosophischen Gedanken von Erwin Schrödinger.
Lesen Sie eine Biografie von Dirac, was der heute denken würde über die Teilchenphysik. Oder lesen Sie ein Buch wie The Structure of Scientific Revolutions, wie wirkliche wissenschaftliche Revolutionen zustande kommen. Ich sage immer, wichtig ist nur, dass das Buch 50 Jahre alt ist. Ja, dann können Sie es beruhigt lesen. Und lesen Sie, und dann, wenn Sie sich wirklich näher interessieren, dann lesen Sie halt das Original. Die kann man viel besser verstehen, die Artikel von Einstein, als was heute in Physical Reviews steht. Ja? Lesen Sie das Original von Einstein oder von Schrödinger oder von Dirac. Und dann kommen Sie vielleicht automatisch auch wieder hier raus. Wie gesagt, meine Message zum dritten Mal, diese Ideen, die sind grob unterschätzt und damit müsste man sich beschäftigen. Vielen Dank und jetzt sind Sie herzlich zur skeptischen Diskussion eingeladen.